Herzlich! Ja, herzlich. Willkommen, total recht herzlich, hier im Medienhaus Nordrhein-Westfalen. Ich grüße alle Lkw-Fahrer, ich begrüße alle TikToker, denn es geht hier bei YouTube heute mal um TikTok. So, ich möchte ein Live-TikToker werden. Ich bin jetzt auch froh, dass die Maschine kurz... Die Maschine ist am Arbeiten. So, ich stelle euch viele Videoclips jetzt vor. Das ist die Einleitung. Ich leite hier mit diesem Video eine Videoserie ein, die ich bei YouTube eingestellt habe. Könnt ihr ja sehen. Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ihr, wo ihr und wann ihr irgendwie auf mich aufmerksam wurdet und warum ihr auf mich aufmerksam wurdet. So, ich mache jetzt, oder ich tue so, als wäre das jetzt hier live. So, ich stehe jetzt hier und mache das jetzt. Ist natürlich nicht live. Darum geht es mir. Das ist eine Aufzeichnung bei YouTube. Ich möchte gern ein TikToker werden. TikTok bedeutet, ich könnte dann mit meinem Smartphone und mit meiner Technik hier in meinem Studio on air gehen live. Ich begrüße auf diesem Weg die Inspirationsdamen und Herren. Ja, das waren die Herren und Damen LKW, also Betriebskraftwagenfahrer, die halt LKWs durch Deutschland, durch die Welt, auf diesem Planeten befördern, hin und her in allen Sprachen. So, die deutschsprachigen, englischsprachigen, französischsprachigen, alles klar, wir verstehen uns wunderbar. Auch in Amerika, ist klar. Und auch in London und so weiter und so fort. Russisch klappt nicht so, aber können wir machen. Meine Einheit, AWH Movie Filmmaker. Ich weiß gar nicht, was mit der Uhr heute los ist hier. Wow, 0 Kilokalorien. Toll, Herzschlag 108. Leichtes Joggen. Ich weiß nicht, was mit der Uhr heute los ist hier. Egal. Also, bin hochgradig. Ja, da kannst du mich mal. Die Uhr kann nicht mal. Ja, ich geh mal ein bisschen runter. Ich weiß nicht, die Uhr hat sich irgendwie selber eingestellt. So, diese Videoclips sind jetzt so gestaltet, als wären die live. Also wäre ich live. Natürlich bin ich live alleine hier vor dieser Kamera, aber ihr seid nicht live. Ihr könnt also auch nicht ein. Ich finde es nur hochgradig interessant, dass die Uhr hier... ich weiß auch nicht. Diese Uhr muss wohl automatisiert irgendwas erfasst haben. Weil mein Kollege gestern hat zum Beispiel eine App, eine Bewegungs-App. Also die zeichnet auf seine Bewegungen, die er so tätigt. Und dann wird das vollzogen. So, gestern hat er unsere Dreharbeiten im Mülheimbräuch aufgezeichnet. Ich fand ich stark. So. Zum ersten Mal ist mir ein Malheur passiert. Ich hatte nämlich für diese Kamera kein Akku bei. So, daraufhin bin ich hergegangen, habe das Phone genommen und habe mit Phone gearbeitet. Und irgendwas habe ich mir da eingefangen. Ja? Seit 2 Minuten eiert die da rum. Ich stelle mal weg, was soll denn Quatsch. Ja. Jetzt bin ich 4331 Schritte gelaufen. Das Schutz verlängern, kann Ihre Geschwindigkeit erhöhen. Versuchen Sie es. Mach ich nicht. Okay, ich wollte euch, also so ein Video wollte ich jetzt nicht machen. So ein Video wollte ich nicht machen, aber diesen Videoclip lasse ich. So, ich habe da wieder eine Sprachnachricht bekommen. So, ich begrüße euch total recht herzlich zu meiner Idee. Ihr seht eine Videoclip-Geschichte, wo wirklich tatsächlich gearbeitet. Ihr habt ja also auch diesen Lärm der Maschine schon gehört. Ihr könnt einsteigen bei 1, 2, 3 und so weiter. Ihr seht halt die Welt der Arbeit, Medien, das Medienhaus, meiner Einheit und so. Ich werde natürlich einige Spracheinsätze haben, wo jeder nicht weiß, was sagt er oder was will er mir sagen oder warum macht er das. Weil mir ist etwas aufgefallen, dass Nicht-Studierende nicht so auf der geistigen Höhe halt ja auch leben. Und die leben schneller und mehr wie wir, weil wir sind ja an sich nur am Arbeiten. Dass ich mir jetzt die Zeit genommen habe, Videos zu machen, während die Maschine arbeitet. Und die Maschine ist schneller wie ich. Das heißt also, ich störe mich an sich beim Arbeiten selbst. Ich stehe jetzt hier vor der Kamera, arbeite mit dieser Kamera.
arbeite mit der Phonekamera und die Uhr erzählt mir auch an. Ich habe jetzt 1 Kilokalorie verbraucht. Mein Herzschlag ist 119. Habe 4331 Schritte getätigt, um überhaupt die gesamten Videoclips zu machen. Ich würde sagen, die Einleitung, was ich mache, wie ich es mache, warum ich es mache, sollte ausreichen, um Geschmack zu machen, wirklich tatsächlich mal zu schauen. Wen ich jetzt anspreche, weiß ich nicht. Ich könnte jetzt hier auch Musikvideos machen. Es ist alles da, das habe ich euch auch schon mal geklärt. Ja, es ist hier, ist alles. Wirklich da. Es ist wirklich alles da. Wir können hier wirklich tatsächlich alles Mögliche machen. Hier haben schon Stars und Sternchen gestanden. Ja? Hier haben also schon Stars und Sternchen gesessen und so weiter und so fort. Ich habe so viele Clips schon gemacht. Ich war so im Fernsehen. Ich habe 6,8 Millionen Zuschauer gehabt und. Es war einmal, okay? Jetzt habe ich halt vor, es in Ruhe zu machen in der Schiene 62, 82. Und ich habe einfach keine Lust, mich ständig zu wiederholen. Okay, deswegen mache ich die Videoclips, ich mache TikTok-Videoclips und ich mache YouTube-Videoclips. Okay, und jetzt gehe ich arbeiten. Ich meine, ich arbeite immer. Hobby, Beruf, Beruf, Hobby, ist einfach dasselbe.